Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga, Folge 8 und damit Episode 8, die letzten Jedi. Die erste Ordnung hat die Vorherrschaft. Nachdem er die friedliche Republik vernichtet geschlagen hat, setzt der oberste Anführer Snoke nun seine gnadenlosen Legionen ein, um die militärische Kontrolle über die Galaxis zu erlangen. Nur General Leia Organas Gruppe von Widerstandskämpfern stellt sich der wachsenden Tyrannei entgegen in der festen Überzeugung, dass Jedi-Meister Luke Skywalker zurückkehren und dem Kampf wieder einen Funken Hoffnung bringen wird. Doch der Widerstand ist in Gefahr. Als sich die erste Ordnung dem Rebellenstützpunkt nähert, leiten die tapferen Helden eine verzweifelte Flucht in die Wege. Fröhliche Piepser für mich, Kumpel. Wir haben schon Verrückteres abgezogen. Fröhliche Piepser. Alles klar. Sind direkt Beate, in der Action. Was habe ich eben über fröhliche Piepser gesagt? Nur damit es klar ist, Commander Dameron. In diesem Fall stimme ich dem Droiden zu. Danke für eure Unterstützung, General. Na schön, wir sind in Reichweite. Überlass mir das Reden, okay? Beginnt also direkt mit einem Fluglevel scheinbar. Logischerweise. Wird schon schief gehen. Dringende Mitteilung, Sir. Von einem Poe Dameron der Flotte der Republik. Die Ähnlichkeit ist sehr groß. Wie geht's eurer Mutter, Sir? Vernichtet sie! Zurück auf die Tube! Er fliegt auf das Schlachtschiff zu. Alles klar, schalte jetzt Geschütze aus. Terry, Zielanflug beginnt. Verstanden. Mann, die haben das Ding echt mit Geschützen zugepflastert, was? Ups. Mutter sieht mitnichten so aus wie das kindische Porträt, das ihr von ihr gezeichnet habt. Was? Immer noch nicht so bleich wie Mama Hux? Dabei habe ich extra das gute weiße Papier genommen. Ob die neue Freunde suchen? Weiter so, Commander Dameron. Die Evakuierung der Basis läuft noch. Aber bei den Flugleveln kriegt man ja echt immer sehr schnell wahrer Jedi, also. Das wundert mich jetzt nicht. Die Flotte ist beinahe vollständig. Wir warten nur auf die letzten Schiffe. Weiter so, Poe. Evakuierung ist abgeschlossen. Gut gemacht, Poe. Kehrt mit eurer Staffel zurück, damit wir hier endlich verschwinden können. Nein! General! Wir kriegen das hin! Das ist die Gelegenheit, ein Schlachtschiff auszuschalten! Angriff sofort abbrechen. Das ist ein Befehl. Na, die Verbindung ist schlecht. Muss los! Staffel, wird Zeit für die Bomben! Bomber, dicht zusammenbleiben. Jäger, beschützt die Bomber. Ist nicht alltäglich, dass wir ein Schlachtschiff vors Feuer kriegen. Also strengt euch an. Wir schaffen das, BB-8! Wir kriegen das Schlachtschiff! Das wird in die Annalen eingehen. Gut, die Perspektive ist aber, naja, gut. Die Bomber! Schiff evakuieren!
den letzten Bomberschützen. Es ist unsere einzige Chance. Sie haben die Flotte im Visier. Wir müssen den letzten Bomber beschützen. Er ist die einzige Chance, das Schlachtschiff auszuschalten. Sie hören einfach nicht auf. Es sei denn, wir schließen ihre Hangars. BB-8, denkst du, was ich denke? Ganz genau. Zeit für Torpedos. Das Schlachtschiff vernichtet jede Flotte. Es darf nicht entkommen. Ups, da waren wir zu nah an der Oberfläche vom Schiff. Ich hasse das mit die linke Taste ist echt schrecklich. Fehlt denn jetzt noch? Das haben wir doch schon gemacht. Fehlt noch der hier. Oberster Anführer. Denn die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Der mächtige Kylo Ren, nimm dieses lächerliche Ding ab. Du bist nur ein Kind mit einer Maske. Mach meinen Schiffstart klar. Gut gemacht, Kumpel. Finn, nackt, undichter Beutel. Was? Finn! Finn, alter Freund! Wie schön, dich zu sehen! Was? Wir sollten dir mal was anziehen. Komm mit. Ghost Ray. Eins nach dem anderen, Kumpel. Ziehen wir dir erstmal was an. Suchen wir dir eine Jacke und eine Hose. Es muss hier doch einen Schrank geben oder sowas. Das ist echt spannend jetzt. Das ist ja komplett neues Terrain. Das Thema hatten wir in der letzten Folge schon. Also das gab es jetzt noch nie als Lego-Spiel. Komm schon, besorgen wir dir ein paar Klamotten. Force Awakens gab es ja zumindest schon mal. Aber halt als eigenes Spiel und andere Level natürlich, also wurde jetzt auch ein bisschen umgebaut. Aber ja, das ist jetzt komplett neu hier, also sehr spannend. Was? Da ist nichts drin. Wer hat sich denn hier bedient? Ja, die Leute haben die Angewohnheit, sich Sachen zu leihen und dann nicht zurückzubringen. Sieh dich auf dem Schiff um, es liegen garantiert ein paar Sachen rum. Hier steht, dass die letzte Jacke an einen P. Dameron ging. Ich glaube nicht, dass ich dich da kenne. Nee, der ist mir auch völlig unbekannt. P. Dameron, was ist das überhaupt für ein Name? Die Jacke müsste in dem Schrank da sein. Weißt du was? Ich hätte die Tür auch einfach öffnen können. Mir hat der Schrank eh nie gefallen.
Das dürfte genügen. Gehen wir zurück zum Schrank, damit du dich in Ruhe umziehen kannst. Auch wieder, wie gesagt, schön hier die Inneneinrichtung, ne? Alles aus Lego. Das überrascht mich trotzdem und das gefällt mir immer wieder. Was war das jetzt für ein Ding? Also, ich bin angezogen. Wohin jetzt? Okay, wir müssen zur Nachbesprechung auf die Brücke. Da kannst du dir auch gleich alles anhören, was du verpasst hast. Ich bin echt froh, also ich find's echt cool, dass sie den Original-Synchronsprecher für Poe bekommen haben. Wo ist Ray? Das ist jetzt so ein Running Gag, fragt er das jetzt die ganze Folge? Ich meine, das war ja auch ein bisschen die Kritik am achten Teil, dass er immer nur noch Ray fragt die ganze Zeit. Wo ist Ray? Wo ist Ray? Naja. Das ist Snokes Schiff. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Geschlossene Formation. Es ist... Also, wer hat das Kommando? Das wäre Vizeadmiral Holdo. Danke, Commander. Wie lautet unser Plan? Bleibt auf eurem Posten und befolgt meine Befehle. Was soll denn das werden? Ich mach nur ein paar Kontrollen. Kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Ich wollte nicht desertieren. Ich muss meine Freundin warnen, dass dieses Schiff verloren ist. Wir können auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen? Ja, und wir haben kaum noch Treibstoff. Hyperraumerfassung ist neu. Aber im Prinzip funktioniert sie wie jede andere aktive Erfassung. Sie orten uns nur vom Führungsschiff aus. Wir müssen mit Poe reden. Selbst wenn wir auf den Sternenzerstörer kommen, um es abzuschalten. Wer weiß denn, wo der Versorgungsraum überhaupt ist? Der Typ, der da immer gewischt hat. Wenn ich uns dort reinkriege. Kann ich das Ortungsgerät abschalten? Poe ist ganz schön rumgekommen beim Wischen. Erst die Starkiller-Basis, dann Snokes Flaggschiff. Also muss schon echt ausgezeichneter Sanitärdienst sein. Sollte man eine Tür mit ein paar Zielscheiben sichern? Nur so kann sichergestellt werden, dass alle mit ihrem Blaster trainieren. Du hast diesen Gesichtsausdruck. Was ist los? Also die erste Ordnung ortet uns von einem Zerstörer aus, dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgerät deaktivieren, unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snokes Zerstörer? Findet den Meistercode-Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Blumenblüte an seinem Revier. Im Casino. Auf Kentobite. Die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und gehe dann auf Lichtgeschwindigkeit. Kentobite. Auf Kentonica. Klasse. Weißt du, wo das ist? Ja. Schnappen wir uns eine Kapsel aus dem Hangar. Du wischst mir diesmal aber keine, oder? Ich bin noch nicht bereit, darüber zu scherzen. Hallo, Luke-Verschnitt. So, dann gehen wir mal nach Kentobite. Tschüss, Rose. Ist immer lustig, wie sie dann immer angelaufen kommen und so gucken, so, hä?
Sicher, dass wir hier parken dürfen? Bleib konzentriert. Denk dran, der Meistercode-Knacker trägt eine rote Plomblüte. Klingt nach einem Typen, der in dem schicken Gebäude da oben rumhängt. Kantobyte gibt es also auch schon. Oder gibt es also auch als frei begehbaren Planeten. Das ist cool. Also Kantonika natürlich, aber Kantobyte die Stadt. Diese Stadtmagneten, die ziehen ja quasi das ganze Geld aus der ganzen Stadt an hier. Aber finde ich immer ganz angenehm, da muss man nicht immer so explizit über die Stats laufen. Das ist immer eins der ersten Sachen, die ich mir in den Lego-Spielen immer geholt habe. Diese Stadtmagneten. So. Das dürfte man bald oben sein, oder? Mein Gott, ist das hoch hier. Schöne Aussicht wahrscheinlich. Na, hier können wir dann später mit unseren Schrottsammlern die Kristalle sammeln. Aber das ist nicht Teil unseres Story-Videos. Also schön, rote Plomblüte. Wo bist du? Fragen wir mal rum, ob ihn jemand gesehen hat. Es ist ein Riesenspaß hier. Hier auf meinem Heimatplaneten gibt es nichts Vergleichbares. Ich versuchte, mich in die Privatparty des Codebrechers reinzuquatschen. Aber ich verstand kein Wort, das der Wächter sagte. Ein Twi'lek, glaube ich. Großer Kerl. Kopftentakel. Ichuba Danaga. Chispa Bukupa. Er scheint uns wohl nicht durchzulassen. Dann müssen wir einen anderen Weg finden. Ichuba Danaga. Chispa Bukupa. Das war ja leicht. Eine rote Plomblüte. Der Meistercode-Knacker. Ja, das sind die Falschparker. Na schön, ihr zwei seid verhaftet wegen Parkverstoß 27B-6. Ohne einen Codeknacker, der uns auf Snoks Sternenzerstörer bringt, was machen wir bloß? Keine Ahnung. Hast du was für einen Ausbruch dabei? Ich krieg das hin. Was? Die Codes der Ersten Ordnung und ich, wir kennen uns schon ewig. Geil. Hat er gerade... So ein Ding, was bei Lego-Sets dabei ist, um Steine wieder abzubauen und so, wer sich jetzt vielleicht nicht so auskennt mit Lego. Das ist eine sehr lustige Idee. Da. Wenn wir die Abdeckung hochkriegen, können wir durch die Kanalisation entkommen. Aber wir haben keine Wurfhaken. Wir müssen sie aus dem Wachraum zurückholen. Ja. Der Alarm. Wenn wir ihn auslösen, müssen die Wachen kommen und nachsehen. Das lockt sie aus ihrem Zimmer. Ganz sicher. Rapoli, du bist der beste Kumpel, den man sich nur wünscht. Wo ist denn dein Alarm? Ach, da drüben. Müssen wir den erst aufbauen? Ja. Alleine schaffen wir das nicht. Dieser Schalter muss irgendwie beschwert werden. Lösen wir irgendwann diesen Alarm aus, Finn? Beruhig dich, Rose. Irgendwas hier muss doch den Schalter runterdrücken können. Irgendwelche Ideen?
Dann ist jetzt wohl Schluss mit Hüpfen. Das sollte jetzt besser der größte Notfall sein, den diese Stadt je gesehen hat. Und jetzt auf in den Wachraum. Können wir die vorbeigehen lassen, oder geht das nicht? Wenn es illegal ist, ein paar Credits von den Reichen zu stehlen, dann sperrt mich ein und werft den Schlüssel weg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Okay, es ist irgendwo hier drin. Na toll, sieht aus, als wären unsere Sachen hinter dem Kraftfeld da. Wir müssen nur den Stromgenerator deaktivieren, richtig? Zieh mal das Zeug so halb so nacheinander an. Ah, da ist ein Helm. So. Alright, wie kommen wir da hoch? Okay, ihn einfach zerstören? Solange wir unsere Sachen zurückbekommen. Wollen wir einfach wieder Faust reinhauen oder was? Also, das hat mal gut funktioniert. Es hat etwas zu gut funktioniert. Sieh nur! Ein Gefängnisaufstand. Das hat uns noch gefehlt. Genau das hat uns gefehlt. Da, ein Wurfer. Lass uns hier nicht länger als nötig rumhängen. Okay, wo müssen wir hin? Andere Seite. Weiß gar nicht, ob es sich lohnt, oben lang zu gehen, aber... Diese Wachen werden jeden Moment hier sein. Und jetzt? Wir sind vom Widerstand. Sie müssen hier durchgekommen sein. Wollt ihr mit? Meister Skywalker. Da ist selbst den Entwicklern nicht viel Lustiges eingefallen zu diesem Moment. Das hat man richtig gemerkt gerade. Normalerweise ist es doch klar, dass da eigentlich immer irgendein Spaß draus gemacht wird. Meister Skywalker! Dass er irgendwie einen Bumerang wirft oder so, keine Ahnung. Aber selbst hier einfach das gleiche gemacht wie im Film und weggelaufen. Ich will nicht mit dir reden. Ich bin vom Widerstand. Eure Schwester Leia schickt mich. Wir brauchen eure Hilfe. Hallo?
Ich werde nicht aufgeben. Wir müssen da irgendwie reinkommen. Lass mich in Ruhe. Bitte, folge mir nicht mehr. So hört doch, der Widerstand schickt mich. Was immer du zu sagen hast, es interessiert mich nicht. Aber Meister Skywalker... Bist du immer so nervtötend? Keine Ahnung. Warum wollt ihr nicht hören, was ich zu sagen habe? Hör mal, du scheinst ein nettes Mädchen zu sein. Aber ich bin nicht interessiert. Meister Skywalker, es geht um die Erste Ordnung. Ich weiß, dass ihr mich hören könnt. Aber Aktur ist dann bestimmt schön zu erkunden, weil da konnten sie ja logischerweise oder quasi die ganze Insel einfach in Lego adaptieren, weil die ist ja eh überschaubar groß. Es ist wichtig, bitte! Hör mal, Kleiner, wie heißt du? Rey. Woher kommst du, Rey? Von nirgendwo. Niemand kommt von nirgendwo. Jakku. Na schön, das ist so ziemlich nirgendwo. Vielleicht solltest du wieder nach nirgendwo gehen. Wenn du mir schon folgen musst, warum machst du dich nicht nützlich? Ich habe meine Milchflasche verloren. Such sie und bring sie mir zurück. Weiß nicht, ob ich Pork schlagen darf. Sag mal. Oh, ich hab sie schon. Ja, es war jetzt als Prinzip. Jetzt werde ich gleich wieder Millionen wütender Kommentare kriegen. Porkmörder, Porkschläger. Danke, Kleiner. Aber denk nicht, dass ich dir jetzt was schulde. Gott. Oh mein Gott. Der Jedi-Schriften. Wieso bist du hier? Irgendetwas in mir ist immer da gewesen. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Nein. Ach. Drei Lektionen. Ich werde dich mit der Macht der Jedi vertraut machen. Und warum ihre Ära enden muss. Wo
Wo ist er denn jetzt? Ganz da oben oder was? Wie komme ich denn jetzt da hin? Na, am besten folge ich einfach dem Weg. Wird keinen schnelleren geben. Warum ihre Ära enden muss. Oh. Überall die Porks. Ah. Hier ist auch dieses Mosaik, über das so viel gerätselt wurde. Bist du bereit, mit deinem Training zu beginnen? Setz dich. Fühlen. Atme. Was siehst du? Die Insel. Da ist noch etwas anderes unterhalb der Insel. Ein dunkler Ort. Ruf nach mir! Widersetze dich, Ray. Du bist direkt in die Dunkelheit gegangen. Diese Höhle. Ich muss sehen, was da drin ist. Achso, das ist schon wieder ein Collectible. Ich dachte, die brauchen wir. Die Fackel. Für die Höhle oder so. Alright, dann gehen wir mal in die mysteriöse oder geheimnisvolle Höhle. So wie Luke in Episode 5. Sorry. Ich habe tatsächlich bei Episode 7 gemerkt, bei Lego, also bei der letzten Folge habe ich dann im Nachhinein gemerkt, dass ich trotzdem ein bisschen kritisch war bei Sachen, die jetzt gar nicht so kritisch sein. Zum Beispiel, natürlich weiß sie, wo das Ilonio-System da ist, wo Dakar liegt. Obwohl sie noch nie den Planeten verlassen hat. Es gibt natürlich aber auch sowas wie Sternenkarten. Also ich gehe davon aus, dass der Millennium-Folge das natürlich verzeichnet hat. Ilenius-System oder wie es heißt. Aber ja, das war ein bisschen zu überkritisch vielleicht, aber... Ich kann mir halt auch nicht helfen, bin halt immer kein großer Fan der Filme, deswegen bin ich da natürlich einfach ein bisschen kritischer. Okay, das ist cool. Das gefällt mir bis jetzt richtig gut. Skywalker zu mir bringen. Kannst du meine Umgebung sehen? Du wirst für deine Taten bezahlen. Ich kann deine nicht sehen. Zu spät. Du hast verloren. Ich habe Skywalker gefunden. Hat er gesagt, was passiert ist? In der Nacht, als ich seinen Tempel zerstörte. Er spürte meine Stärke. So wie er deine spürt. Er fürchtet es. Du bist nicht allein. Genauso wenig wie du. Hör auf!
Lorena schaffen? Verlass diese Insel! Sofort! Habt ihr es getan? Hör auf damit! Luke, ich muss es wissen! Sagt mir die Wahrheit. Ich wollte ihn ausbilden, meine Stärken an ihn weitergeben. Snoke hatte sein Herz bereits bekehrt. Und er wandte sich gegen mich. Ben, nein! Wenn ich zu ihm gehe, wird Ben Solo sich bekehren lassen. Rey, tu das nicht. Dann ist er unsere letzte Hoffnung. Ich vernichte das alles hier. Ben Solo verloren du hast. Rey verlieren dürfen wir nicht. Ich muss mit Ben reden. Ich weiß, es ist noch Gutes in ihm. Ich weiß, Joey. Aber ich muss es versuchen. Dann wollen wir mal nach Crate. Und Ben Solo vom Besseren überzeugen. Schon mal hier sind, machen wir den gleich mit. So. Du musst das nicht tun. Ich spüre den Konflikt in dir. Er zerreißt dich förmlich. Mein Gewissen ist rein. Nein. Es schmerzt noch. Ich spüre es. Es schmerzt noch? Lord Ren! Darf ich das für Sie erledigen, Mr. Kylo, Sir? Ist das deine übliche einfaches Prinzip. Wir treffen den obersten Anführer. Ich habe mich angemessen gekleidet. Aber durch die Macht zu kommunizieren erfordert, kein Hemd zu tragen? Also, das hatte mich halt kalt erwischt. Genug jetzt. Der oberste Anführer erwartet uns. Ich wette, er hat ein Hemd an. Scheint, als würden wir den Widerstand schon ewig verfolgen. Können wir sie nicht einfach in die Luft sprengen oder so? Ich verstehe es nicht. Wir besitzen nicht alle die Macht, Kumpel. Hast du keinen Respekt für echtes Handwerk? Ja, ja, ja. Warum funktioniert das nicht einfach? Große alte Schlachtschiffe. Schlechte Verkabelung, wenn sie es hat. Von einem Java verkabelt. Ziemlich großes Level. Bitte nicht die Konsole zerstören. Ben. Als wir uns an den Händen fassten, sah ich deine Zukunft. Nur den Umriss. Du wirst dich Snoke nicht beugen. Du wirst entsagen. Ich werde dir dabei helfen. Ich habe auch etwas gesehen. Und bei dem, was ich sah, wusste ich, wenn der Moment gekommen ist, wirst du bekehrt werden. Du wirst an meiner Seite stehen, Rey.
Inkompetentes Wartungspersonal. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen das reparieren lassen. Schließ dich mir an und wir reparieren es. Ich weiß, was du da versuchst. Schließ du dich doch mir an und wir reparieren es. Können wir es nicht zusammen reparieren? Klar. Aber du wirst dich mir anschließen. Ich hab's gesehen. Du kannst dem obersten Anführer erklären, warum du unsere Küche zerstört hast. Ach, das war meine Schuld. Natürlich. Geh rein. Junge Ray, komm näher, Kind. Ihr unterschätzt Skywalker und Ben Solo. Aha. Und mich. Du besitzt das Temperament eines wahren Jedi. Mein würdiger Schüler, Sohn der Dunkelheit, rechtmäßiger Erbe des Lord Vader, erfülle dein Schicksal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Prätorianergarde. Alles in Ordnung. Erstmal schon. Bereit. Alles gut. Es ist gut. Aua. Alles okay da drüben? Mach dir um mich keine Sorgen. Oh!
Wir schnetzeln uns ganz schön durch. Ist aber cool inszeniert. Das muss man dem Spiel auf jeden Fall lassen. Die Flotte! Wir können die Flotte immer noch retten! Ray! Verbünde dich mit mir. Wir können gemeinsam herrschen und der Galaxis eine neue Ordnung bringen. Tu das nicht, Ben. Komm mit mir. Na, wir haben einen Codeknacker gefunden. Du kriegst das noch hin, oder? Wir tarnen uns im Anflug, dann sind wir nicht auf ihren Schirmen. Snoke ist kein Joke. Gott. Können Sie uns wirklich nicht sehen? Es ist alles gut. Und wenn nicht, ist es eh schon zu spät. Alright. Dann kommt wahrscheinlich gleich Level 4 schon, ne? Oder 3? Ne, 4. Und wir sind drin. Falls du es nicht bemerkt hast, wir sehen nicht aus, als wären wir von der ersten Ordnung. Wie sollen wir den Raum mit den Ortungsschalter erreichen? Wir müssen uns in den Wäscheraum schleichen und uns irgendwie verkleiden. Er geht vom Hauptgang ab. Kommt mit. In dem Gang da ist ein Truppler. Wir müssen ihn ausschalten. Macht das nicht einen Riesenlärm? BB-8, meinst du könntest für Ablenkung sorgen? Tja, es ist wohl ein Versuch wert. Ich weiß nicht, wie wir für Ablenkung sorgen sollen. Da ist er! Der Wäscheraum! Wir müssen schnell da rein, bevor uns Truppler hier entdecken. Aha! Aber wir können es auch einfach mit BB-8 vorbeischleichen. Nun, wir sind gut verkleidet. Wo geht's jetzt lang?
Hier lang? Tja, die Prätorianergarde hat ihre... funktioniert? Alles wird gut. Bleib ganz locker. Strümpfe aber nicht zu locker. Gewaschen. Hallo, Admiral. Darf ich euch die Tür öffnen? Wie lange wirst du brauchen, um uns in den Raum reinzubringen? Nur ein paar Sekunden. Ich kann nicht glauben, dass diese Verkleidungen funktionieren. Verzeihung, bitte. Nichts. Zurück an die Arbeit. Ja, Ma'am. Wir sind drin. Ich fasse es nicht. Wir sind drin. Legen wir los. Hände hoch. Sofort die Waffen fallen lassen. Ich habe einen Deal gemacht. Oh. Widerstandstransporter sind vom Kreuzer aus gestartet. Feuer nach eigenem Ermessen. Diese Transportschiffe besitzen keine Waffen, keine Schilde. Wir haben keine Chance. Po. Sie müssen Ihren Transporter erwischen. Jemand muss hier bleiben, um den Kreuzer zu fliegen. Möge die Macht mit euch sein. Immer. Wie schön, dass du wieder da bist. Verräter! Damit kommen wir hier raus. Na los! Schnappen wir uns einen Teil Jäger und nichts wie weg. Dort oben kommen wir nicht an sie ran. Das müssen wir vielleicht gar nicht. Es ist auch so gefährlich genug. Nutzen wir das aus. Seht euch an. Piraten huschen sie von einem sinkenden Schiff. Ich stehe deutlich über euch. Ihr werdet mich von dort nie erreichen. Versucht es nicht. Phasma! Ihr wisst, dass das Schiff wirklich gerade sinkt? Ruhe! Na komm. Das ist heavy nicht mehr. Ein bisschen ich näher ran. Ich zerquetsche euch wie Ameisen. Ihr werdet dieses Schiff nicht aber schon ein bisschen, also das ist jetzt schon ein bisschen ideenlos hier, der Kampf, oder? Ist das hier ernst gerade?
Du wirst nicht siegen. Verräter tun das nur selten. Geht mit diesem Schiff unter, Padma! Wir könnten das wieder zum Laufen bringen, wenn wir eine Sicherung hätten. Eine Sicherung! Schalten wir das Förderband wieder ein! Du warst schon immer Abschaum. Rebellenabschaum. Da hinten ist ein Transporter. Wir müssen los. BBA? Schnappen wir uns einen Transporter und dann nichts wie raus hier. Wir finden schon einen Weg dorthin, vertrau mir. Die stört das aber alles gar nicht, oder? Wir können die ja nicht mehr erschießen. Da. Sind einfach nur... Ein Cabrio-Läufer? Fantastisch! Ja. Haben sich die vielen Lego-Kunden damals auch gedacht, dass sie so ein Set auf den Markt geknallt haben und gesagt haben, hier, bitte 60 Euro, danke. Das Mädchen. Sie ist in Snokes Rettungsschiff entkommen. Bringen wir es zu Ende. Lang lebe der oberste Anführer. Was ist das? Der Mineralplanet Crate. Ein Rebellenstützpunkt? Aufgegeben. Aber schwer gepanzert. Sie kommen. Schließ das Tor. Wir greifen an! Nein, nicht Feuer! Nein! Finn! Rose! Ihr seid am Leben! Ist das alles, was übrig ist? Oh, Kumpel! Ich freue mich ja so, dich zu sehen! Benutzt die übrige Energie, um ein Notsignal in den Outer Rim zu senden. Ihr müsst wissen, ich habe seit dem letzten Mal ein Update erhalten. Wie können wir helfen? Wir müssen ein Notsignal an unsere Verbündeten im Outer Rim senden. Falls wir noch Unterstützer haben, heißt es jetzt oder nie. Kannst du die alte Radarschüssel reparieren? Sieht ziemlich verbeult aus. Alles klar. BB-8, hilf ihnen dabei. Ich werde inzwischen einen Verteidigungsplan schmieden.
Wir müssen das Notsignal schnell aussenden, aber die Schüssel hat keinen Strom und ist falsch ausgerichtet. Können die uns helfen? Ich werde mein Bestes geben. Ach, das? Ich schätze, wir können etwas Strom von dem da abzwacken. Der macht sowieso nicht viel. Weißt du auch, wie das Ding funktioniert, jetzt wo wir es eingeschaltet haben? Ich habe das Handbuch auf der Redis gelassen. Das ist ungünstig. Aber zum Glück müssen wir immer nur Pfeiltasten drücken, von daher. Macht das nix. Da braucht man kein Handbuch zu. Hey, sieht aus, als hätten wir es zum Laufen gekriegt. Gut gemacht. Aber die Schüssel selbst ist ein bisschen kaputt. Könntest du aufs Dach gehen und sie reparieren? Klar, ich habe ja sonst nichts zu tun. Erstmal wieder in einer Seelenruhe die Leiter hochklettern. Du kommst wohl nicht an die Schüssel ran, BB-8. Gibt es hier irgendwas, womit wir ihn da hochbefördern können? Ja, dieser Aufzug, aber ich weiß nicht, wie wir den ankriegen. So wahrscheinlich. Das ist kein Aufzug, das ist wieder so ein Trampolin. I see. Es funktioniert! Wir haben es geschafft! Tolle Teamarbeit, Leute! Das Notsignal wird gesendet. Und wenn niemand antwortet? So ein Blödsinn. Ich habe da keine Bedenken. Finn, komm hierher. Das musst du dir ansehen. Hat Finn gesagt. Ich jetzt da hoch, ja. Oh, da drüben ist so eine Karte, die man für diese Steine-Freischaltung und so braucht. Da braucht man zwar auch einen Haufen Credits für, aber auch diese Karte. Schon mal merken für später. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Erwischt. Luke. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du hier bist. Jetzt am Ende. Die zwei Würfel. Skywalker tut das, damit wir überleben können. Folgt mir. Mhm. Bist du zurückgekehrt, weil du mir vergeben willst? Weil du mich retten willst? Nein. Ah, schön, das ist mal so ein Ausweichkampf jetzt. Alle verfügbaren Waffen abfeuern! Verstanden! Feuer!
Ich habe dich hintergangen, Ben. Es tut mir leid. Da bin ich mir sicher. Ein paar neue Tricks gelernt? Wie machst du das? Ich hab dich doch getroffen. Nochmal! Feuer! Sehr wohl, oberster Anführer. Schon vorbei? Der Widerstand ist tot. Der Krieg ist vorbei. Und wenn ich dich töte, dann töte ich damit den letzten Jedi. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Kein großer Fan von Quicktime-Events, aber es geht noch. Wie ich sehe, bist auch du in deinem Versteck nicht eingerostet. Egal, ich werde dich dennoch schlagen. Dein Durchhaltevermögen ist fast bewundernswert. Unglaublich frustrierend. Was? Was geht hier vor sich? Die Rebellion wurde heute wiedergeboren. Der Krieg hat gerade erst begonnen. Und ich werde nicht der letzte Jedi sein. Ist mein Lichtschwert an? Es muss eine natürliche Öffnung geben, die auf keiner der Karten zu finden ist. Einen anderen Weg finden. Immerhin wissen wir, in welche Richtung er geht. Nicht in bester Verfassung. Was denn? Da fehlt nur eine neue Spitze und eine Batterie. Dann ist er so gut wie neu. Dämon, ist alles unter Kontrolle? Ja, ich bin der Verantwortliche, oder? Es gibt keinen Grund zur Sorge. Noch nicht. Okay. Bauen wir mal einen Gesteinsbohrer. Vorsicht, Finn, du stehst da vielleicht ein bisschen unpraktisch. Achso, wir können ihn selber steuern. Hat's ja gesagt, so gut wie neu. Also neu würde ich es nicht nennen. Okay. Fahren jetzt einfach mit einem überdimensionierten Bohrer durch ganz Great. Auch nicht schlecht. Sind wir schon fast da? Nein, nein! Hallo! Stein hochheben. Haha!
Oh, nicht schon wieder. Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Oh, oh, oh. Nicht jetzt. Geh weg, los. Komm später wieder. Danke. Nein. Wir sehen uns, Kleiner. Luke ist fort. Ich habe es gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Wie wollen wir darauf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Und damit haben wir Episode 8 abgeschlossen, die letzten Jedi. Tatsächlich eine sehr coole Umsetzung, auch nicht zu lang, auch wieder so eine Stunde 15 ungefähr. Also es bin ich immer auch beeindruckend, dass die wirklich so eine konstante Länge haben, dass die wirklich immer so eine Stunde 15 ungefähr sind, die ganzen Episoden. Muss man erstmal schaffen, das so hinzukriegen. In der Adaption, also quasi halb so lang wie die Filme, aber trotzdem fast alles drin ist. Hat mir wie gesagt sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Das Ding mit Rey auf Akto war ein bisschen lang, ohne dass tatsächlich mal eine Mission oder so kam, aber ansonsten eine schöne Sache. Bei sowas schaue ich dann halt auch leichter drüber weg. Also es ist nicht so schlimm wie der Film natürlich, aber gut. Den Film hat es jetzt deswegen noch nicht gerettet, meiner Meinung nach. Genauso wie wahrscheinlich Episode 9 nicht gerettet werden wird durch die Adoption. Aber sie hat mir immerhin Spaß gemacht und das ist doch schon mal was wert. Das heißt, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Aufstieg Skywalkers und dann mit dem letzten Teil der Skywalker-Saga. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder beim großen Finale. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Macht's gut und ciao.